Ja, herzlich willkommen zum dritten EEB-Talk. Heute soll es um das Thema Augmented Reality in der Bildungsarbeit gehen. Und als Gast haben wir den Michael Grunewald dabei über zwei Kameras am Smartphone und am Laptop. Ja, Michael ist Referent auch für Digitales im Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der EKHN. Beschäftigt sich somit auch mit den Funktionen, mit den Möglichkeiten, aber auch natürlich mit dem Einsatz. Das heißt, was bedeutet Augmented Reality eigentlich für die Bildungsarbeit? Michael, vielleicht fängst du erstmal an. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und vielleicht sagst du erstmal, was bedeutet eigentlich Augmented Reality? Was ist das eigentlich? Ja, gerne. Also erstmal alle Anwesenden herzlichen Glückwunsch, dass Sie es geschafft haben, hier reinzukommen in den virtuellen Raum. Augmented Reality ist eine Form der Anreicherung der Realität. Die Realität, wie wir sie wahrnehmen, ist ja sozusagen eine ganz gute Grafik, manchmal eine schlechte Geschichte. Aber es gibt die Möglichkeit, eben über digitale Tools diese Realität mit Objekten anzureichern. Dafür gibt es verschiedene Apps. Ich habe heute eine App ausgewählt, die sich beschäftigt mit dem Hinzufügen von vor allen Dingen Bildmaterial und Videomaterial. Und das werde ich nachher zeigen. Zu Beginn erst noch mal ganz kurz, warum eigentlich Augmented Reality? Ich habe hier ein einen Plan gemacht. Augmented Reality in der Bildungsarbeit, deshalb, weil es im Prinzip ein kreatives Lernen ermöglicht, nämlich das mit den 4 Ps, die stammen nicht von mir, die 4 Ps, sondern die stammen von Mitchell Resnick vom MIT und sagen einfach, der Vorteil ist projektbasiertes Lernen, Peergruppen lernen, Passion, also die Freude oder die Leidenschaft, und Spiel. Und diese 4 Dinge vereinen sich in dem Augmented Reality Anwendung. Das macht einfach Spaß. Und es kann natürlich auch helfen. Man kann es nutzen, also nicht nur um Spaß und nicht nur um die Nutzung. Ich schalte gerade die Kamera um. Nicht nur um die Nutzung, sondern kann auch tatsächlich helfen, in der Bildungsarbeit Dinge zu erklären, zu erläutern, eben Dinge, die in der realen Welt sind, zu erweitern. Viele kennen auch Augmented Reality bereits. Pokémon Go war eines der großen Spiele, das eine relativ schnelle Verbreitung gefunden hat. Es hat ungefähr 15 Tage gedauert, bis die erste Million Nutzerinnen und Nutzer das Spiel genutzt haben. Man ging also durch die Umgebung in ganz vielen Städten und an bestimmten Orten, GPS-basiert, tauchten plötzlich Objekte auf, die kleinen Pokémons, Pikachu und so etwas, die man dann einsammeln konnte. Wir haben in der Augmented Reality eben aber nicht nur die Möglichkeit, ein mehr oder weniger schönes Spiel zu kreieren. Spiel ist ja an sich schon erstmal nicht zweckgebunden, sondern dient eigentlich dem Selbstzweck. Es gibt Augmented Reality-Übertragungen, beispielsweise Anwendung bei Fußballspielen. Das sieht man manchmal so im Fernsehen, wenn angezeigt wird die Entfernung zum Tor. Das heißt, der Spieler, der vor dem Ball steht, wird angezeigt mit einer Linie zum Tor hin. Das ist auch Augmented Reality. Es gibt Möbelhäuser, wie zum Beispiel eines mit 4 Buchstaben, das aus Schweden stammt, das eine App hat, in dem man sich die einzelnen Möbelstücke auch in seinem Zuhause schon anschauen kann, wie sie aussehen werden. Es gibt in London eine Shopping-App, die darauf ausgerichtet ist, Menschen, die durch London gehen, zu animieren, in bestimmte Geschäfte zu gehen, indem man an bestimmten Orten, an denen man vorbeigeht mit seinem Smartphone, mit dieser App darauf hingewiesen wird, dass es ein Sonderangebot gibt. Man kann auch dort kleine Kisten finden, wenn man durch London läuft. Wenn man diese Kisten aufpackt, sind Gutscheine drinne für irgendwelche Geschäfte. Man sieht also, es gibt eine ganze Reihe von Anwendungsmöglichkeiten, auch in der Wirtschaft. Wenn man sich vorstellt, dass man ein Gerät zu reparieren hat, beispielsweise ein Auto und eine Lichtmaschine oder einen Motor vor sich hat, kann man mit Augmented Reality
schon die Bedienungsanleitung oder die Reparatureinleitung anzeigen, wenn man den Motor alleine nur mit dem Bild erfasst. So, kurze Vorrede. Was ich heute vorstelle, ist diese App HP Reval. Früher hieß die Mauer Rasma. Es ist eine App, die man nutzen kann für Android ab der Version 4.1 und für iOS ab der Version 8.0. Für die App ist immer Voraussetzung, dass man einen Account hat und für die Erstellung und Nutzung auch eine Verbindung zum Internet bereitsteht. Weil die Daten, die verbunden werden mit der realen Welt, immer auf einem Server liegen. Sie sind also nicht auf dem Gerät selber abgelegt, sondern auf einem Server. Deswegen braucht man immer eine Internetverbindung. Ganz wichtig für die Apps ist es ja grundsätzlich auch die Frage des Datenschutzes. Ich schalte einmal um. Datenschutz, wichtiges Thema. Die App selber ist erstmal an sich nicht datenschutzkonform, also nach der Datenschutzgrundverordnung, weil in den Datenschutzbestimmungen drin steht, dass die Server in Europa oder in den Vereinigten Staaten stehen. Genau, US. In den Datenschutzbestimmungen US oder Europa. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Daten auch nach Amerika exportiert werden und dort auf den Servern abgelegt werden. Es gibt keine Aussage darüber, dass europäische Nutzer die Daten nur in Europa gespeichert werden. Wichtig für den Datenschutz auch die Frage von, welche Freigaben muss ich erteilen, wenn ich die App verwende. Die Freigaben, ich kann es zeigen, Standort, dann die Freigabe für die Daten auf dem Smartphone und die Kamera. Das sind natürlich erforderliche Daten, wobei die Freigabe des Standorts selber nicht zwingend logisch erscheint. Klar, wenn man Daten hat wie ein Fotoapparat oder Daten hat wie ein Bild auf dem Gerät, dass die App auch darauf zugreifen muss und die Kamera dient ja nachher, um die Umgebung abzuscannen. Also ohne Kamera funktioniert das nicht. Standort wäre nicht notwendig, ist aber Voraussetzung. Ohne die Standortfreigabe funktioniert die App nicht. Man kann unter bestimmten Umständen auch das Mikrofon nutzen, nämlich wenn man selber Videos aufzeichnen will, muss man aber nicht. Man kann auch vorhandene Videos nehmen, da braucht man keine Freigabe. Wenn man aber Dinge hinzufügen will der Realität, die auf dem Handy gespeichert sind und die Daten auf dem Handy benutzt, also beispielsweise ein Bild, das auf dem Smartphone abgelegt ist oder ein Video, dann muss man eine Galerie nutzen, für deren Freigabe wiederum der Kalender und die Freigabe der Kontakte notwendig ist. Deswegen mache ich das nicht so gerne, sondern nehme am besten immer Dinge auf, die ich dann direkt verwenden kann. Dann brauche ich diese Freigaben nicht zu erteilen. Ja, was macht die App? Die App macht sogenannte Auren. Auren heißt, dass der realen Welt ein digitales Objekt hinzugefügt wird. In dem Augenblick, wo die Kamera ein bestimmtes Bild scannt. Ich zeige das jetzt einfach mal, aber vorher einfach die Frage, gibt es Fragen bis dahin? Nein, ich glaube von unserer Seite nicht. Ela schüttelt auch den Kopf. Nee. Gut. Dann werde ich jetzt die App freigeben. Das heißt, ich starte jetzt auf meinem Smartphone die App. Und Bildschirm teilen. Ihr seht jetzt meinen Smartphone-Bildschirm oder solltet meinen Smartphone-Bildschirm sehen. Genau, muss ich noch gucken, wo die App ist. Irgendwo. Da ist. So, wie gesagt, ich habe einen Account. Das Smartphone ist mit dem Internet verbunden und das ist der Startbildschirm, nachdem man sich eingeloggt hat. Die Erstellung eines Accounts ist eine E-Mail-Adresse notwendig.
Und die E-Mail-Adresse wird dann verbunden mit einem Benutzernamen, und mit dem Benutzernamen und dem Passwort, das man generiert hat, kann man sich dann einwählen. Wenn man sich eingewählt hat, erscheint genau dieser Bildschirm, den ihr euch vorsieht. Der besteht aus verschiedenen Elementen. Am Anfang sieht man hier schon aufgenommene Auren. Das sind nicht nur die eigenen Auren, sondern auch die, die andere Menschen erstellt haben. Sozusagen eine Zufallsauswahl. Ich kann jetzt einfach mal hingehen und erstelle eine eigene Aura. Das heißt, ich gehe hier oben rechts oben auf dieses Pluszeichen und bekomme ein Bild, das genau die Kamera nutzt. Das ist ein sogenannter Trigger. Das heißt, wenn ich durch die reale Welt laufe, dann kann ich mit der Kamera irgendetwas anvisieren. Ich nehme jetzt mal hier diesen Stuhl, wo auch die Kamera ist, mit den Laptops und sage, okay, und mit den Tablets und sage, okay, dieses Bild möchte ich haben. Dann mache ich davon ein Foto. Das ist der Trigger. Jetzt wird als nächster Schritt gefragt, wenn dieses Foto erkannt wird, wenn diese Kombination von Geräten erkannt wird, was soll dann passieren? Jetzt hat man die Möglichkeit, eben hier vorgefertigte Objekte einzufügen. Das sind in der Regel hier Animationen. Ich zeige jetzt einfach mal ein Beispiel. So. Ich habe jetzt ein Objekt ausgewählt. Was sein soll. Ich kann das Objekt platzieren und kann dann so tun, als würde der hier auf dem Tisch rumhecheln. Wenn es fertig ist, kann ich sagen, okay, rechts oben Next. Jetzt gebe ich diese Aura, die ich erstellt habe, also der Auslöser plus das Objekt, gebe ich einen Namen. Und sage, füge es hinzu. So, und jetzt wird gearbeitet und in dem Augenblick, wo die Bearbeitung fertig ist, das heißt, die Daten hochgeladen werden auf den Server, kommt eine Fehlermeldung. Müsste das fertig sein. So, ich gehe jetzt einmal hin. Und schon haben wir das. Ja. Das triggert. Man sieht hier diese Kreise, wie sie so pumpenmäßig immer in die Mitte gehen. Das ist der Suchmodus. Der sucht also jetzt den Auslöser. Und in dem Augenblick, wo er den Auslöser gefunden hat, wird das digital eingebettet. Gut, Michael, dazu habe ich direkt mal eine Frage. Das ist ja total interessant. Aber diese Nutzung des Triggers, kannst das jetzt nur du an deinem Smartphone machen oder könnte ich das jetzt auch, wenn ich jetzt in Mainz bei dir wäre und die App installiert habe? Du kannst das auch machen. Bei der Erstellung der App wird man immer gefragt, möchte man die Nutzung auf das Gerät beschränken oder möchte man es veröffentlichen? Das ist natürlich sinnvoll, wenn man sagt, ich möchte hier etwas machen, das soll nicht in die Öffentlichkeit, sondern das soll nur ein ausgesuchter Personenkreis sehen können. Dann kann ich das auch nur für das Gerät freigeben, also wirklich nur für das Gerät, ein privater. Und diejenigen, die, ich sag mal, in der Welt draußen sind und auch mit dem Account befreundet sind, sehen das nicht. Die andere Möglichkeit ist eben zu sagen, okay, ich erstelle eine Aura und diese Aura, die ich erstelle, die gebe ich frei. Dann könnte jeder, theoretisch jeder, der diesen Trigger erfasst, diese Animation sehen oder dieses Bild sehen oder dieses Video sehen. Das ist diese zwei Möglichkeiten, die es gibt. Okay, also das heißt, du hättest jetzt die Möglichkeit, so eine Animation und einen Trigger zu erstellen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel im Zentrum gesellschaftliche Verantwortung. Dann machst du ein Schild hin. Hier gibt es einen Trigger. Ihr braucht die App HP Reveal und jeder, der die App hat, kann dann diese erweiterte Realität dann sehen. Genau, so okay. Ist das. Ja.
ich habe jetzt hier mal verschiedene Sachen vorbereitet, dann sagen, okay, welche Möglichkeiten gibt es? Das erste ist bei der Erstellung, man braucht ein gewisses Bild. Ja. Hier zum Beispiel sieht man das, wenn ich jetzt hier an das A gehen würde, würde noch gar nichts passieren, obwohl das hier ein Bestandteil des Triggers ist. Der Auslöser funktioniert erst, wenn eine gewisse Anzahl von Hinweisen da ist. Ja, und dann kann man sozusagen dieses Bild, das ich jetzt hier eingefügt habe, auch sehen. Ja, in dem Augenblick, wo ich weggehe, verschwindet das wieder. Man kann hier Videos einbinden. Das ist jetzt macht ein kurzes Video aus dem Büro. Man kann das auch im Querformat nutzen. Hier ist zum Beispiel Datenschutzbestimmungen. Man kann heranzoomen. Und man hat eben auch die Möglichkeit, Animationen einzufügen. So, Michael, hier kommt jetzt gerade von der Tine, die ich jetzt hier erstmal herzlich begrüße. Hallo Tine. Per Chat die Frage, ob auch Video mit Ton ausgelöst werden kann. Wir haben hier den Ton an dieser Kamera deaktiviert, weil es dann zu einer Rückkopplung käme. Das, was ihr hier seht, ist ein Video mit Ton. Ihr hört den Ton nicht, aber der Ton ist dabei. Was ihr hier seht, ist eine Animation. Seht ihr aber nicht, weil wir eben, wie gesagt, bei der Kamera hier den Ton deaktiviert haben. Auch der Hund, der jetzt hier auftaucht oder was es sein soll, der bellt. Aber über Zoom ist die Übertragung von Ton, wir haben es ausprobiert, leider nicht möglich. Zumindest haben wir noch nicht die Möglichkeit gefunden, das gut zu machen. Ja. Wenn ich hingehe und nehme dieses Objekt, das ist halt ganz wichtig für die Erstellung des Triggers, dass dieses Objekt erkannt wird. Man muss es auch nicht komplett erkennen. Der Punkt ist, das ist ein bisschen Gewöhnungssache, ja, dass man rausfinden muss, wie muss man etwas aufnehmen, wie muss man etwas gestalten, damit es als Trigger erkannt wird. Wenn ich jetzt hingehe und gehe hier draußen, beispielsweise an dem Parkplatz, auch da ist ein Trigger, aber der von hier nicht erkannt, wird von hier nicht erfasst, weil die Aufnahme zum Beispiel andere Autos beinhaltet und das von einer ganz anderen Stelle aufgenommen worden ist. Dann funktioniert das nicht. Wichtig ist das bei Gebäuden, dass man sagt, ich gehe gerade mal hier aus der App raus und ziehe die Freigabe zurück, dass hier die Aufnahme des Triggers wirklich auch passend gewählt wird. Das ist Übungssache. Wir haben hier ganz viel geübt mit ganz unterschiedlichen Triggern. Wir haben, ich kann das mal zeigen. Ich gebe gerade nochmal frei. Ja, wir haben hier zum Beispiel Zeitschriften genommen. Der Bücher, auch da sehen wir das Buch analysiert, Erklärung über das Buch. Beispielsweise eine Anwendungsmöglichkeit, um jemandem ganz kurz mitzuteilen in dem Video, was in einem bestimmten Buch drin ist. Das ist natürlich auch interessant. Oder was man machen kann, ist, dass man auf bestimmte
Artikel hinweist in einer Zeitschrift. Wir haben das auch gemacht mit Zeitschriftenfotos. Allerdings ist es, wie gesagt, Gewöhnungssache. Man sieht es bei der Erstellung. Ich mache das jetzt gerade nochmal. Wenn ich eine Aura erstelle, oben eine Farbskala, Rot, Gelb und Grün. Ja, und diese Farbskala zeigt mir an, ob etwas als Trigger geeignet ist oder nicht. Ja, also ihr seht, hier ist sie noch rot, hier wird sie gelb. Ja. Jetzt ist sie grün. Ja, das heißt, die App erwartet bestimmte Merkmale, verschiedene Merkmale, die es nachher eindeutig machen. Weil, sag mal, eine weiße Wand mit Stuhl wäre wahrscheinlich nicht eindeutig, aber es könnte funktionieren. Das ist Sache. Wir haben auch manchmal schon Trigger gewählt, wo die App zwar rot zeigte, sie aber dann hinterher doch funktioniert. Wenn ich jetzt hingehe, ja, sage, okay, hier zeigt der grün an. Bei dem Buch selber zeigt er auch grün an. Das sind also gute. Wenn ich jetzt hier das, was ich vorhin genommen habe, ist auch grün, also auch gut, ein guter Trigger. Das ist aber Gewöhnungssache. Okay. Michael, jetzt kommt Ela gerade mit einer Frage im Chat, wie man denn eigene Inhalte einblenden kann. Also wir haben das vorhin gesehen, was ich ziemlich cool fand mit dem Buch Digital Mensch bleiben und dann ein Video, was du selber aufgenommen hast. Du hast ja gezeigt mit den voranimierten Geschichten, aber wie kann ich eigene Inhalte einbinden? Genau, das machen wir jetzt gerade einfach mal. Wir wählen einen Trigger. Nehmen wir das hier als Trigger, machen ein Foto davon. Nein, ich nehme das nicht, weil es schon als Trigger ist. Ich nehme mir hier unsere kleine Tafel, mache ein Foto davon, wähle jetzt nicht eins der vorausgewählten Modelle, sondern ich wähle jetzt hier aus dem Device und habe in dem Device die Möglichkeit, eben auf Daten zurückzugreifen, die auf dem Smartphone drauf sind. Das sind schon vorhanden. Oder ich kann eben auch ein neues hochladen. Dann wird mir hier gezeigt, ob ich die Kamera benutzen will oder die Galerie. Wenn ich die Kamera benutzen will, was ich jetzt gerade mal mache, fragt er mich, möchtest du ein Foto oder möchtest du ein Video aufnehmen? Und ich sage dann beispielsweise ein Video. Dann fragt er mich, mit welcher Kamera möchtest du das tun? Ich mache jetzt mal einfach mit dem Kameramodul Software, die ich hier verwende, und habe jetzt hier die Möglichkeit, ein Video aufzunehmen. Ich starte mal die Aufnahme. Fehler bei der Aufnahme. Das ist auch immer gut. Dazu muss man sagen, die Fehler, die haben wir jetzt absichtlich eingebaut, damit das Ganze ein bisschen menschlicher und authentischer wirkt. Nein, das Problem ist, dass ich hier eine Software habe zur Aufnahme von Videos. Das ist eine Open-Source-Software. Und diese Open-Source-Software hat ein bisschen Probleme mit Aurasma, beziehungsweise mit HP Reverb. Deswegen gucke ich jetzt gerade mal, ob das mit der Kamera funktioniert. Da macht er auch einen Fehler. Es gibt jetzt nur die Möglichkeit, dass ich die App kurz schließe. Die App neu starte. Den Trigger neu starte. Device, Upload, Kamera, Video und hoffe, dass es nochmal funktioniert. Nee, macht er wieder Fehler. Also, Vorführeffekt. Okay, aber die Möglichkeit hast du ja auch, ich sag mal, was ja auch ratsam ist, das Video vielleicht im Vorfeld dann noch aufzunehmen, zu bearbeiten und dann eben aus dem Gerät hochzuladen. Wie gesagt, die Möglichkeit besteht.
Okay. Ich würde es trotzdem gerne zeigen. Ja, also die im Chat wird jetzt gerade geschrieben, herzlichen Dank, und das Prinzip ist, glaube ich, verständlich und klar. So, ich habe jetzt ein Foto aufgenommen, also mal kein Video aufgenommen, sondern ein Foto. Sage ich okay, gebe dem Ganzen einen Namen, sage erledige das. Und habe jetzt die Möglichkeit, eben den Trigger mit dem Overlay genannten Bild zu verbinden. Sagen okay. Wenn du da drauf kommst, dann zeige das, gib dem Ganzen wiederum einen Namen. Sage erledigt. Jetzt wird das alles auf den Server hochgeladen. Dann gibt es gleich die Rückmeldung. Jetzt gibt es die Rückmeldung, ist fertig. Und jetzt kann ich mit diesem Trigger arbeiten. Ja, das ist das eben angefertigte Foto. Und so gibt es eben die Möglichkeit, auch das mit dem Video zu machen. Man sollte dann allerdings keine Software benutzen, die mit HP Reverb wahrscheinlich inkompatibel ist. Sondern man sollte einfach die ganz normale Kamera-Software benutzen, die bei der Kamera mit dabei ist. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, neben diesen Videos, ich nehme jetzt einfach mal das hier, neben diesen Videos auch am Speicher selber, das nennt sich Gallery, Dinge aufzunehmen, also Sachen, die abgelegt worden sind, Videos oder Fotos. Wenn ich dann hier zum Beispiel sage, Foto, ja, dann kann ich hier aus der Kamera irgendwas auswählen, kann sagen, okay, dann nehme ich dieses Foto. Und das Gleiche funktioniert mit Videos auch. In dem Augenblick, wo der Trigger aufgenommen worden ist, arbeitet das Ganze. Kommt gleich zur Rückmeldung. Jetzt steht es bereit. Und wenn ich jetzt den Trigger anvisiere, ja, dann wird das Foto, das ich auf dem Smartphone schon gespeichert hatte, aus meinem Urlaub letzte Woche, dann wird das angezeigt. Das sind die Möglichkeiten der App. Gut, dann erstmal, ich muss dir mal kurz dazwischen grätschen, Michael. Ja. Ich glaube, erstmal vielen Dank. Ich glaube, so das Prinzip von der App ist klar. Ich würde es gerne mal so an Ela und auch an Tina jetzt mal wenden. Gibt es erstmal noch Fragen bis dahin, oder ich sag mal, könnt ihr euch auch mal Bereiche vorstellen, wo man sowas vielleicht auch mal anwenden könnte? Also könnt ihr jetzt auch gerne die Mikrofone freigeben, Fragen oder einfach aktiv den Kopf schütteln, dann geben wir es nochmal weiter, die Frage über den Einsatzbereich an den Michael. Ja, ich kann mir das schon vorstellen, klar, auf jeden Fall. Ich habe mit der App auch schon mal ein bisschen gespielt. Ich hatte sie noch nicht im Einsatz, weil das Internet halt immer so das Problem ist, wenn ich unterwegs eben kein Internet habe. Und wenn ich mit einer Gruppe unterwegs bin, kann ich halt nicht von ausgehen, dass jeder irgendwie das Internet zur Verfügung hat. Das ist so das, ja, und vom Einsatzbereich her, klar, also ich habe sofort an solche Dinge gedacht, wie Gebäude, wie sie früher aussahen und so weiter. Das eben als Foto oder sowas denn dann überlegt, also das alte Foto drüber gelegt. Okay, dankeschön. Tine, du arbeitest in einem Museum, dir fallen bestimmt auch ganz viele Möglichkeiten ein. Dein Mikrofon ist noch nicht freigegeben. Ja. So, jetzt. Gebärdensprache. Genau, ich bin ja auch gerade dabei, eine Ausstellung zu kuratieren. Und eine Möglichkeit wäre quasi, Stimmen von Zeitzeugen über Objekte dort in den Raum zu legen, also ein Objekt als Trigger zu nehmen und dann darüber Ton und Video laufen zu lassen.
Was aber zum Beispiel für mich schwierig wäre in dem Fall ist, ich müsste entweder Geräte haben, auf denen die App drauf ist, oder man müsste halt zu sich sagen, bitte ladet euch die in die App an. Und ich finde es immer so ein bisschen schwierig, wenn du in so einem öffentlichen Ort bist, Leute quasi dazu bewegen, sich eine andere App runterzuladen. HP ist ja auch nochmal so von der Firma gebrandet. Das ist irgendwie noch nicht so eine perfekte Lösung. Für mich wäre zum Beispiel viel interessanter, wenn mir nochmal herauszukriegen, was zum Beispiel bei sozialen Netzwerken in Zukunft geplant ist. Da werden ja ganz oft neue Themen immer nach und nach in die Apps integriert. Und ob so eine Funktion beispielsweise dann demnächst beispielsweise auch bei Facebook oder bei Instagram nutzbar wäre, sodass die Leute sich keine App runterladen müssten, also insbesondere Jugendliche, sondern das über ihre gängigen Netzwerke nutzen könnten. Das wäre zum Beispiel, was hochattraktiv wäre. Ja. Also ich habe gehört, dass Google bei YouTube an sowas arbeitet. Ja, also so, das geht ja auch so in die Richtung, das ist ja bei QR-Codes ja schon, dass die Scanner-Funktion ja schon, also bei iOS ja schon standardmäßig, aber auch bei vielen Android-Systemen schon bereits in die Kamera-Funktion mit integriert ist. Das heißt, da brauche ich dann auch gar keine separate App mehr für QR-Codes und vielleicht findet man dann ja auch irgendwann mal so einen gemeinsamen verbindlichen Standard für diese Augmented Reality-Anwendung, dass ich dann nur noch die Kamera draufhalten muss. Das wäre natürlich super. Aber Michael, du erzählst auch schon, berichtest ein bisschen aus deiner Praxis. Ich sag mal, wo hast du das denn angewendet? Also wir haben das in der Tat, was Tine auch sagte, angewendet. Wir haben unterschiedliche Geräte. Wir haben auf der Arbeit 4 unterschiedliche Tablets, 2 rosa, 2 grün. Und mit diesen Tablets können wir Ausstellungen machen. Das heißt, wir haben an der Wand eigentlich nur Trigger in der Form, wie Sie hier sehen. Also an der Wand irgendwelche Trigger, das können ja reale Bilder sein, das können aber auch andere sein. Ich zeige das hier zum Beispiel ein altes Foto von einer Veranstaltung. Wer Mitglied werden will, muss arische Abstammung sein über den Deutschen Alpenverein. Eine Veranstaltung, die hier im Januar stattfinden wird oder Februar, im Januar. Und damit kann man eben bei uns durch Ausstellungen gehen mit diesen Tablets. Und je nachdem, welches Tablet man hat, bekommt man andere Animationen. Ich zeige das gerade mal hier. Ich habe also hier dieses Bild. Und was getriggert wird, ist jetzt hier beispielsweise für die Präsentation habe ich das gemacht. Hier wird etwas anderes angezeigt als mit dem grünen Tablet. Das grüne Tablet, obwohl der Trigger der gleiche ist, zeigt etwas anderes. Okay, und das ist möglich, indem du den gleichen Trigger im Prinzip mit unterschiedlichen Accounts dann belegst? Oder wie mache ich sowas? Genau so funktioniert das. Wir haben hier 4 Geräte. Jedes Gerät hat einen eigenen Account. Die heißen ZGV 1, 2, 3 und 4. Also ganz kreativ waren wir da. Und mit diesen Geräten, mit diesem Account haben wir auf den Geräten festgelegt, du bekommst einen anderen Inhalt, wenn du diesen Account benutzt, als ein anderer Account. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, was wir auch nutzen können, wenn wir in allen 4 Geräten uns mit dem gleichen Account anmelden. Das geht auch. Denn sehen ja alle Leute das Gleiche. Das heißt, man kann hier tatsächlich durch eine Ausstellung durchgehen in verschiedenen Gruppen und alle Gruppen sehen das Gleiche mit den gleichen Geräten. Ja, wir haben hier mal eine Ausstellung gemacht zum Thema Armut und Reichtum. Ja, da waren, wie gesagt, als Trigger waren nur so kryptische Zeichen an der Wand. Und die Gruppe mit den grünen Tablets, die haben Bilder oder Informationen, kurze Videos zum Thema Reichtum bekommen. Und die mit der anderen Farbe haben sie zum Thema Armut bekommen. Und dann konnten die Gruppen sich austauschen. Okay. War sehr gut. Ja, klar. Ich meine, du hast im Prinzip einen relativ geringen Aufwand. Du brauchst nicht viel Platz. Und du schaffst es mit
geringen Mitteln unterschiedliche Inhalte zu präsentieren, sodass du thematisch nachher nochmal in den Diskurs gehen kannst. Also das stelle ich mir auch ziemlich spannend vor. Genau. Wir haben ja in Frankfurt Höchst eine Einrichtung, eine Jugendeinrichtung, in der es ab und zu Fotoausstellungen gibt. Die haben wir dann gemeinsam gemacht mit anderen Trägern und diese Fotoausstellung, dann hat man halt 10 Bilder oder 15 Bilder da hängen. Ja, und mit den Geräten ist es dann eben möglich, ich sag mal, 4 unterschiedliche Gruppen durchgehen zu lassen und dann insgesamt 60 Bilder zu zeigen, obwohl an der Wand nur 15 Träger hängen. Und das ist ein bisschen ein Vorteil. Auf jeden Fall. Der Nachteil ist natürlich, dass es du die Bilder dann nicht papiermäßig hast, sondern du hast immer diese bisschen wackelige Geschichte, wenn du die Smartphones oder wenn du die Tablets benutzt, dass die Bilder ein bisschen wackeln. Du kannst aber auch, das ist ganz schön, mit dem Tablet nachher ranzoomen. Ja, kannst dir also einzelne Details aus den Bildern anschauen, indem du einfach mit dem Tablet näher an den Trigger rangehst, dann gibt es eine Vergrößerung, also eine Zoom-Funktion. Also ich kann mir das zum Beispiel auch ganz gut vorstellen. Ich sag mal, wenn du eine Papierpublikation hast und wo der Platz sehr begrenzt ist, ein Programmheft im Prinzip zu jedem Angebot nochmal so einen Trigger zu setzen, was dann so ein kleines Video einfach zeigt, was dann nochmal ein bisschen mehr zum Angebot zeigt. Und das hat ja einfach den Vorteil, dass du visuell über die App nicht weggeleitet wirst, also beim QR-Code bist du dann erstmal, öffnet sich dann YouTube vielleicht und es zeigt sich ein Video und du wirst dann weggeleitet, aber so bist du visuell immer noch in dem Programmheft mit drin und also ich glaube, da kann man ganz viel ausprobieren. Man kann wirklich viel ausprobieren. Ich kenne einen Lehrer in Österreich, einen Chemielehrer, der erstellt eigene Animationen, also im Prinzip einen Film, der etwas zeigt. Und der hat beispielsweise fertige Atommodelle. Sag mal, einfachste ist Wasserstoffmolekül, ja, also H2O. Und wenn du mit dem Tablet drauf gehst, der benutzt ausschließlich die Geräte seiner Schülerinnen und Schüler. Die haben also tatsächlich die App installiert. Benutzen alle den gleichen Account, nämlich den des Klassenlehrers. Und alle bekommen das Gleiche. Und wenn du auf dieses Molekül gehst, dieses Wassermolekül, wird dir ein Video gezeigt, das im Prinzip diesen Vorgang der Atombindung darstellt. Das sind natürlich ganz interessante Sachen. Ich habe auch vor, im Augenblick ist eine Ausstellung in Singen, in der gezeigt wird, dass Jugendliche, die im Nationalsozialismus im Konzentrationslager, es gab ja eins für Jungs und eins für Mädchen, Vorring für die Jungs und Außenlager von Ravensbrück für die Mädchen, dass eben hier genau das auch dargestellt wird, was die Tine vorhin gesagt hat. Du hast hier ein Foto eines Häftlings. Ja, du hast einen Text, der zu dem Häftling gehört. Günter Discher, Jazzjugend Hamburg, die sogenannte Swingjugend, die sind auch inhaftiert worden, weil sie die falsche Musik gehört haben und damit eine falsche Einstellung haben. Aber du erfährst es sozusagen nur auf Textform. Es gibt aber auch eigene Aussagen, kurze Interviews mit Günter Discher, die mal im Fernsehen gezeigt worden sind, die man dann eben dort einbetten kann. Ja, man hat dann nicht den Fernseher in der Ausstellung, wo man sich auch nochmal Zeitzeugen anschauen kann, sondern man kann tatsächlich individuell mit dem Gerät durch die Ausstellung gehen und sich das anschauen, was einem wichtig ist. Oder eben auch die Musik hören. Ja, Audio ist auch möglich. Okay, gibt es denn sonst, ich sag mal, Ideen, Fragen oder Rückmeldungen jetzt zu dem, was Michael berichtet hat? Hallo, hier ist die Katrin. Katrin, hallo. Hallo, ich bin nicht so videogen, deshalb habe ich das Video nicht freigeschaltet. Und ich habe doch gerade geschrieben, wir sind hier komplett unter uns, also das macht doch nichts. Trotzdem, das möchte ich nicht sehen. Im Elternteil mit einem 3 Monate alten Baby und dann. Alles gut. Genau. Ja, also ich kenne die App noch unter dem alten Namen, der mir jetzt irgendwie gar nicht mehr einfallen mag. Also zunächst mal.
Ja, Orasma, genau. Also sag mal, vielen Dank, dass ich schon mitbekommen habe, ist wirklich super spannend. Ich hatte die einmal kurz im Einsatz und zwar hatten wir ein Projekt an der Hochschule Gaming im Sportunterricht mit der Anja Marquardt und da ging es darum, quasi so diese Gaming-Welt in der Sporthalle erlebbar zu machen. Und da war so eine meiner Ideen, mit den Studierenden mit Orasma zu arbeiten und zum Beispiel Super Mario oder die Sterne oder Pilze einzublenden, wenn sie durch die Sporthalle gehen. Das kam prinzipiell super gut an, aber es war dann doch sicherlich auch so das Hindernis, naja, wenn ich dann wirklich richtig mit dem Smartphone oder mit dem Tablet da rumlaufen muss und vielleicht auch so Sicherheitsaspekte, warum es dann doch nicht so zum Einsatz kam. Aber ich glaube, so die Idee zu verfolgen, wie kann ich tatsächlich auch so ein Erlebnis schaffen mit der App, das finde ich auch nochmal spannend oder da möchte ich auch gerne nochmal weiter dran überlegen und auch nochmal an der Frage so, was ist, also wo schaffe ich wirklich diesen Mehrwert zum QR-Code? Das fände ich nochmal spannend, wenn wir uns da vielleicht auch nochmal ja, so ein paar Gedanken machen könnten. Also wir haben mal ein Projekt gemacht in Neu-Isenburg mit Angelika Beranek damals noch zusammen, das genau daraufhin gezielt hat, sagen für Jugendliche, welche Orte sind euch eigentlich in der Stadt wichtig oder welche Orte interessieren euch? Und erstaunlicherweise haben die Jugendlichen sich dafür interessiert, was es eigentlich in der Ortschaft alles für Denkmäler gibt. Weil da gibt es so viele Denkmäler und keiner der Jugendlichen konnte irgendetwas zu dem Denkmal sagen. Und die haben dann sind hingegangen und haben zu den einzelnen Denkmälern recherchiert. Bei der Hugenottenhalle steht ein riesengroßer Stier beispielsweise und haben dann versucht herauszufinden am Anfang, wer den gemacht hat, warum der überhaupt dahin kommt, wer das bezahlt hat und so weiter und so fort. Und haben diese Informationen nachher in Textform zusammengetragen. Jetzt wäre das natürlich auch für Leute interessant, die da hinkommen, ja, und beispielsweise den Stier scannen könnten, weil da kannst du keinen dauerhaften QR-Code dran heften, also mit Zustimmung des Künstlers vielleicht schon. Aber du hast ja die Statue da stehen. Und wenn du die Statue abscannst, und dann würde dir beispielsweise die Geschichte des Denkmals als Video kurz präsentiert oder als Audio-File, wäre das eine tolle Sache. Ja, das stimmt. Also so, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass ja die Objekte tatsächlich nochmal einen ganz, ganz anderen Trigger darstellen. Ja. Mhm. Also mir fällt in dem Zusammenhang auch die AR-Anwendung von der Berliner Mauer ja auch ein, wo du, ich sag mal, eben eine so großflächige Stelle hast, dass du gar nicht irgendwie so einen QR-Code irgendwie, ich sag mal, anbringen kannst, dass den auch jeder sieht. Ja, aber ich meine, du kannst ja auf dem Pariser, oder du kannst ja im Prinzip, wo du auch stehst, das Smartphone dann halten Richtung Mauer, bist ja gar nicht auf dem Pariser Platz da, ne? Und siehst dann eben die AR-Anwendung auch und bist eben nicht auf so einen kleinen QR-Code angewiesen, den du dann irgendwie haben musst. Weil die Gegenstände vor Ort in der Realität, die sind ja da. Was man auch machen kann, wenn wir hier Tag der offenen Tür haben, also zumindest ist es ein Vorschlag, den ich hier schon mal eingebracht habe und der nur teilweise auf Zustimmung stand, war, wenn wir hier Tag der offenen Tür haben oder die Referentinnen und Referenten sich vorstellen, dass man auch mit einem Smartphone oder einem unserer Tablets hier durchs Haus gehen kann und kann die Namensschilder der einzelnen Büros abscannen und kann dann feststellen, aha, wer sitzt da drin, was macht die Person, weil hier nicht immer alle im Haus da sind. Hast du das schon mal mit der Person probiert? Das fände ich jetzt witzig. Also tatsächlich ein Gesicht abzuscannen. Das würde mir bei Tagungen ziemlich helfen, weil ich habe so ein schreckliches Namensgedächtnis. Dann hältst du den Leuten einfach das Smartphone ins Gesicht und dann weißt du, wer dir gegenübersteht. Das wäre super. Ja, das ist ja letztendlich das, was auch Google Glass mal so als Horrorszenario mit sich führte, dass man dann eben andere Personen mit einer Kamera abscannt und dann Informationen über die Person erhält. Ja, das ist natürlich dann auch schon möglich. Also wir haben es probiert, es geht. Ja, das ist eine Form der Gesichtserkennung, wenn man ein Foto, also wir haben es mit mir selbst probiert, wenn man ein Foto von mir macht und mich dann tatsächlich trifft hier und das Foto einigermaßen mit mir noch übereinstimmt, das
ist ja häufig mal nicht so der Fall, dann funktioniert das. Ja, es funktioniert, dass der plötzlich die reale Person als die Person auf dem Foto erkennt. Ich habe noch eine Frage. Hast du schon mal Hologrammanwendungen ausprobiert? Nein. Also, weil das ist was mich momentan sehr interessieren würde, inwiefern man sozusagen ähnlich wie Augmented Reality kleine Hologramme quasi über das Smartphone irgendwo Anträge einblenden kann. Nein, Hologramme haben wir noch nicht verwendet. Wir haben nur dreidimensionale Objekte. Wir haben es hier mal diese Woche mit einem Stift gemacht, den wir hingestellt haben auf den Tisch. Das geht. Er benutzt ja letztendlich immer ein zweidimensionales Bild als Trigger. Also er benutzt ja tatsächlich kein dreidimensionales. Und in dem Augenblick, wenn ich mir jetzt vorstelle, so wie Prinzessin Leia im Star Wars als Hologramm erscheint, und man würde den Fernsehbildschirm abfotografieren, würde das natürlich auch funktionieren. Genau, sowas würde ich mir vorstellen. Also sowas finde ich immer ganz interessant, gerade für so einen Ausstellungskontext. Aber da muss ich wohl dann wohl mal selber experimentieren. Auf jeden Fall. Also experimentieren immer gut. Ja, dann kommen wir ja, ich sag mal, in einem halben Jahr den nächsten Talk dann eben zum Thema erweiterte AR mit Hologrammen machen, Tina. Bist dann herzlich eingeladen, deine Ergebnisse dann vorzustellen. Ja, ja, klar. Ja, also, gute Idee. Wenn du das fotografieren lässt, nimm dir als Trigger. Na, ich habe, ich war vor kurzem auf dem Talk und eine von den Referentinnen hatte gemeint, dass Hologramme sich mittlerweile also sehr gut auch schon mit irgendeiner Smartphone-App abfotografieren ließen. Das wäre gar nicht so kompliziert. Das wäre mittlerweile sehr, sehr einfach. Und dachte so, ah, okay, muss ich mir merken. Aber das kann HP Reverb bzw. Orasma nicht. Das nimmt immer ein zweidimensionales Bild. Ja. Ja, muss ich noch ein bisschen recherchieren. Genau. Gibt es denn sonst noch Fragen oder Ideen, die wir jetzt hier in dieser Runde noch diskutieren wollen, vorstellen wollen? Gut, wenn dem nicht so ist, lieber Michael, dann danke ich dir erstmal herzlich für die tolle Vorstellung. Also du hast wirklich einen ganz tollen Einblick jetzt auch in die Möglichkeiten gegeben. Ich fand auch prima, dass wir jetzt hier untereinander auch mal über Ideen und Ansätze mal diskutieren konnten, wie sowas ja einzusetzen ist. Ich glaube, wir sind hier noch ganz am Anfang einer Technologie und da müssen wir einfach viel ausprobieren und ja Innovation zeigen, Mut haben auszuprobieren. Vielleicht gibt es auch Dinge, die dann total in die Hose gehen, aber ich glaube, ja nur durch den Willen, sich damit zu beschäftigen, können wir auch Wege finden, diese Technologien in der Bildungsarbeit einzusetzen. Ja, in diesem Sinne, wenn es keine Rückmeldung gibt, bedanke ich mich auf jeden Fall auch für die Beiträge, für die Kommentare und wünsche euch allen dann, ich sag mal, noch einen schönen Tag, eine schöne Adventszeit. Wir haben ja jetzt auch schon bald wieder Weihnachten, das ist auch der letzte Talk in diesem Jahr. Von daher wünsche ich euch einfach eine besinnliche Adventszeit und wir sehen uns dann spätestens im neuen Jahr hoffentlich wieder. Macht's gut.